Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück bei FIFA 21. Es geht natürlich heute weiter. Nach der erfolgreichen letzten Episode geht es hoffentlich auch genau in diese Richtung weiter. Es wird aber nicht leicht. Ihr seht zum einen Top-Spiel in der Champions League gegen den SSC Neapel, wo es um den Gruppensieg geht. Mit einem Sieg habe ich den Gruppensieg sicher. Und anschließend, vielleicht noch Ticken schwieriger, das Topspiel in der Bundesliga. Da geht es nämlich gegen die Bayern. Also hier heute haben wir echte Knaller vor der Brust. Neapel und Bayern mit alles andere als leicht. Anschließend Pokal in Kiel und dann Bremen. Das geht einigermaßen. Champions League gegen Besiktas, da wird es um nichts mehr gehen im Normalfall. Höchstens halt um den Gruppensieg, aber der ist nicht ganz so wichtig. Und dann haben wir hier Düsseldorf, Berlin, Wolfsburg. Da neigt sich das Jahr schon langsam dem Ende entgegen. Wollen wir mal schauen. Ich wünsche euch nur auf jeden Fall viel Spaß. Hoffentlich torreich und erfolgreich für mich. Und mal gucken, wie es geht gegen Neapel und gegen die Bayern mit den zwei Heimspielen der heutigen Episode. Mainz 05 empfängt den SSC Neapel. Nur Fünfer können mit einem Sieg den Gruppensieg klar machen. Doch Neapel natürlich will das verhindern und selbst den Einzug in die K.O.-Runde klar machen. Hier erstmal starker Ballgewinn von Jeremiah Songjus. Der schickt Leben als Tunali. Mainz kommt sofort über die rechte Seite. In der Mitte lauern 4-0-5er. Zurückgelegt auf Fernandes. Fernandes mit der ersten Möglichkeit. Stark gehalten vom Schlussmann von Neapel. Neapel und Mainz ist ja Geschichte gewesen. Das war das erste Champions League-Spiel für die Mainzer in ihrer Geschichte. Und dementsprechend etwas Besonderes gewesen. Heute können sie wieder Geschichte schreiben. Mit einem Sieg machen sie den Gruppensieg klar. Neapel versucht es immer wieder. Die Mainzer Defensive steht in den ersten 10 Minuten aber eigentlich relativ kompakt. Jetzt vielleicht. Osimhen. Osimhen gegen Niakate. Die Mitte gelegt auf Palinja. Schön auf Insignia. Und das ist kein Problem. Der Ball in die Arme von Müller getrudelt. Der macht das Spiel allerdings schnell. Kenny. Kenny wartet. Zu Leven Öztunali, der rechts gegen Piqué. Öztunali. Schön auf Ganago, der wartet, steckt durch auf Danny Latza. Danny Latza mit der Führung. Ganz lässig unten ins Eck. Mainz führt nach 13 Minuten. Der Kapitän schreitet voran. Eine Fünfer damit. Aktueller Stand. Gruppensieger dieser doch extrem schweren Gruppe mit Neapel, Real Madrid und Besiktas Istanbul. Aber stand jetzt hätten sie 4 Punkte Vorsprung auf Neapel und damit nicht mehr einzuholen vor dem letzten Spiel gegen Besiktas. Ein paar Minuten später, die Mainzer nun motiviert kommen direkt wieder. Danny Latza, Fernandes, will das schön rechts schicken, aber aufgepasst von Neapel und damit jetzt die Konterchance über Insigne. Wird verfolgt von Kunde Malong. Kunde alten der die Flanke in die Mitte, kein Problem für Niakate. Mainz schaltet also wieder um, Latza. Hält den Ball, hätte schicken können, wartet aber noch. Danny Latza. Dann die Mitte auf Ganago. Ganago, schön rechts raus zu Leven Öztunali. Öztunali mit der Flanke. Das ist Latza, Doppelpack. 20. Minute, Mainz erhöht. Danny Latza mit dem 2:0. Da tänzt er sich ein bisschen. Kleines Tänzchen nach dem schönen Tor. Er hat es den Angriff selbst eingeleitet, den Ball dann zurückgelegt. Ganago mit dem Blick rechts raus auf Öztunali, der die wunderschön getimte Flanke reinbringt. Latza nimmt das Ding direkt mit links. Musste sich da ganz schön strecken, aber verwandelt. Doppelpack, Danny Latza. Seine ersten zwei Champions League-Tore. 26 Minuten gespielt. Neapel noch ohne wirkliche Gefahr. Vielleicht jetzt mit Trippier. Trippier mit dem Freistoß. Kein Problem für Florian Müller. Der den Ball wieder kurz spielt auf Songjus. Fernandes zu Ganago. Er muss erstmal warten. Ganago schön links rausgespielt auf Boetius. Boetius mit der Flanke. Schuss abgeblockt. Ganago nochmal abgefälscht. Und dann kommt ein Pfiff. Das hat ein bisschen gedauert. Danny Latza stand im Moment des Schusses von Ganago. Hier sehen wir es klar im Abseits. Mal irrelevant, weil der Ball eh nicht ins Tor gegangen ist. Der anschließende Freistoß. Ospina weit zu Forsberg. Der verliert den Ball, aber trotzdem bleibt Neapel im Ballbesitz. Palinja zu Lozano. Der weiter auf Osimhen. Schön zu Forsberg. Der links raus in den Lauf von Insigne. Eindeutig der aktivste
bei Neapel in dieser ersten halben Stunde. Bernard wieder in Signe, kein Abseits. Jorginho, Lozano, verfolgt von Zweien, aber sieht Jorginho. Jorginho, schön zu Lozano mit dem Abschluss, gut gehalten von Müller. Und dann kann Augustinsson klären. Konterchance für die Mainzer, aber war wohl nichts. Sie kommen wieder, die Neapel. Und da ist er bald durch, aber das war Abseits. Der Pfiff dauert im Moment hier nochmal die gute Möglichkeit für Neapel. Schön quergelegt, dann die Direktabnahme von der Strafraumkante. Doch Florian Müller mit einer Hand klärt er den Ball zur Seite. Dann passierte lange nichts. Wir machen einen Sprung in die zweite Hälfte. Mehr als eine Stunde gespielt. Neapel versucht sich mal wieder hier offensiv in Szene zu setzen. Sie brauchen den Anschlusstreffer, wenn sie denn das Weiterkommen heute klar machen wollen. Insigne, schöner Pass auf Ballina, aber stark gehalten von Müller. Wenn Real zeitgleich gegen Beşiktaş nicht gewinnen sollte, wäre Neapel ebenfalls durch in der in die K.O.-Phase als Zweiter dann. Sollte allerdings Real gewinnen, hatte Neapel am letzten Spieltag das Endspiel ums Weiterkommen gegen Real. Und ich denke, das wollen sie auf jeden Fall verhindern. Hier erstmal der lange Ball. Mainz kommt wieder ans Leder. Boetius, Stöger, schön zu Garnago. Von Mainz in der zweiten Hälfte bisher nichts zu sehen. Sie haben sich komplett auf die Defensive verlassen. Boetius. Boetius liegt quer. Da ist Barreiro unter die Latte. 3:0, Deckel drauf. Mainz ist Gruppensieger. Und was für ein Tor von Leandro Barreiro Martins, dem luxemburgischen Nationalspieler. Aus dem Nichts dieses 3:0. Hier Boetius hat den Blick, legt quer und dann nimmt er das Ding direkt und hämmert das genau unter die Latte. Keine Abwehrchance für den Torwart. Die sehen wir es nochmal. Direktabnahme perfekt unter die Latte gehämmert. Super Tor von Barreiro. Und eine Chance gibt es in der Partie noch. Das Ding ist durch. Mainz ist Gruppensieger. Und die Möglichkeit gehört den Gästen aus Neapel. Forsberg. Mertens wieder zu Forsberg. Forsberg macht das gut. Da kommt ein JKT dazwischen. Es gibt Freistoß. Nach 78 Minuten. Ja, gibt noch eine gelbe Karte für Moussa Niakate. Der kam da einen Ticken zu spät. Kunde diskutiert noch. Nachdem Latza raus ist, hat er die Kapitänsbinde übernommen. Hier, ja, da kam ein Tick zu spät. Und Freistoß Insigne. Trippier steht auch bereit. Kunde stellt sich da auf die Mauer und da muss der Müller fliegen. Schöner Freistoß von Neapel. Die setzen nochmal nach. Die Flanke kommt und dann der Kopfball vorbei. Das war's. Mainz gewinnt 3:0 gegen Neapel, ist damit Gruppensieger der doch schwierigen Gruppe um Neapel, Beşiktaş und Real Madrid und trifft als nächstes in der Liga auf den FC Bayern, die bereits 8 Punkte vor den Mainzern sind. Das heißt, der Vizemeister rennt aktuell dem amtierenden Meister vorbei und davon. Topspiel, Mainz 5, Meister empfängt Rekordmeister Bayern, die schon 8 Punkte Vorsprung auf die Mainzer haben, weil Mainz viele Unentschieden kassiert hat. Doch Mainz will hier sofort offensiv zeigen, dass sie der Titelverteidiger sind. Und das zeigen sie auch mit Einsatz hier. Da wird der Ball nicht verloren gegangen. Sofort wird nachgesetzt. Niakate schnell auf Quaisor. Quaisor steckt durch auf Stöger. Stöger. Stöger mit dem 1:0. Viertelstunde gespielt. Kevin Stöger, der Innenpfosten, hilft noch mit. Und die Mainzer gehen früh in Führung gegen den FC Bayern. Hier nochmal Quaisor in den Lauf von Kevin Stöger, der das Ding mit rechts und mit Hilfe des Innenpfostens zur Führung ins Tor jagt. Drittes Saisontor für den österreichischen Nationalspieler. Ein paar Minuten später, die Mainzer wieder. Niakate zu Fernandes, direkt weiter auf Quaisor. Einzige nominelle Spitze heute. Schöner Ball dann von Stöger auf Öztunali. Öztunali. Öztunali mit dem Abschluss gehalten. Aber Mainz jetzt nochmal nach. Niakate direkt auf Boetius. Weiter zu Fernandes. Schön zu Stöger. Stöger zu Quaisor. Der Abschluss. Kein Problem. Und vor allen Dingen auch abseits. Daher kein Problem. Aber wir schauen nochmal auf diese Wiederholung von dem Schuss von Devin Öztunali
Schöner Pass von Kevin Stöger. Und dann ist Öztunali durch im Strafraum. Der Winkel nicht gut für den Rechtsfuß. Er versucht es trotzdem. Und Neuer hat da kein Problem, den Ball zu parieren, auch wenn er ihn in die Mitte abklatschen lässt. Weiterhin 1-0 Mainz. Immer noch keine Chance für die Bayern. Vielleicht jetzt mal etwas mehr als 20 Minuten. Lewandowski zu Müller. Wieder auf Lewandowski. Lewandowski, schöner Ball in die Gasse. Und urplötzlich ein Pfiff. Der Schiedsrichter hat ein Foul gesehen. Da kam Niakate einen Tick zu spät. Ob man das pfeifen muss, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sehr gute Position, weil der Ball hier eigentlich auf der Linie liegt. Und das wäre dann ein Elfmeter, so wie der Ball liegt. Aber egal, Lewandowski mit dem Freistoß. 16 Meter, Lewandowski. Ärgert sich. Der war nicht schlecht getreten. Schön über die Mauer hinweg. Aber eben auch übers Tor. Nach einer halben Stunde nochmal die 05er. Latzer, schöner Ball zu Quaison. Dann Fernandes, der hintenrum auf Pierre Gabriel. Schön wieder raus zu Öztunali. Öztunali liegt nochmal quer. Stögers Schuss, kein Problem für Neuer. Manuel Neuer mit dem Abschlag. Doch Niakate gewinnt das Kopfballduell. Ball bleibt bei den Bayern. Fernandes geht ja sofort drauf. Öztunali ebenfalls. Und Fernandes kriegt das Leder. Schaltet dann schnell. Das ist Quaison. Quaison gegen zwei. Immer noch Quaison. Quaison. Robin Quaison. Starke Aktion. Schön auf links gelegt. Und dann muss er das Ding eigentlich machen. Trifft aber nur den Ball so, dass der Ball eben am langen Pfosten vorbeigeht. Wir machen einen Sprung in die zweite Hälfte. Mainz, das bessere Team, kommt sofort wieder. Latzer zu Boetius. Wieder in die Mitte auf Latzer, abgeblockt. Aber Mainz gibt nicht nach. Varane gegen Boetius. Zurück zu Neuer. Weiter auf Marquinhos. Der haut das Leder einfach nur raus. Pierre Gabriel bekommt den Kopfball und damit die Mainzer die nächste Aktion. Fernandes. Danny Latzer. Er muss warten. Nimmt dann Augustinsson mit, den Linksverteidiger. Augustinsson schön zu Robin Quaison. Quaison wartet, Flank in die Mitte. Da ist Latzer! 2-0 Mainz! Danny Latzer, Doppelpack gegen Neapel in der Champions League. Und auch heute trifft er wieder, der Kapitän. Schöne Flanke von Robin Quaison und dann wunderbarer Volley von Danny Latzer aus knapp 6 Metern. Keine Chance für Neuer, hier irgendwas auszurichten, weil Danny Latzer den Ball perfekt trifft. Und damit das 2-0 für die Mainzer markiert. Was machen die Bayern nun? Erstmal wechseln und dann kommen wieder die 05er. Ein paar Minuten später. Öztunali, schön zu Stöger. Stöger abgeblockt. Stöger hat nochmal Glück, kommt im Ballbesitz. Quaison knapp drüber. Es hätte das 3-0 sein können. Quaison mit der Direktabnahme schießt sich dann noch selbst an. Am Standbein. Aber der Ball geht trotzdem nur ganz knapp übers Tor. Krier von Hub ordnet seine Mannschaft an. Der Einsatz muss stimmen. 65. Minute. Was machen die Bayern? Sie kommen mit Goretzkas langen Ball auf Serge Gnabry und dann die beste Chance der Bayern dieser zweiten Hälfte war das hier. Muss man so sagen. Dann passiert lange nichts. Sie machen einen Sprung. Die letzten 10 Minuten laufen. Goretzka steckt sich hier gut durch gegen Barreiro. Der ist eingewechselt worden. Kimmich. Lewandowski zurück auf Müller. Schön links raus zu Leroy Sané. In die Mitte auf Müller. Müller zu Sané. Lewandowski schön rüber auf Gnabry. Gnabry legt nochmal quer. Das ist Anschlusstreffer. Joshua Kimmich. 83. Minute. Nur noch 2-1. Die Bayern haben ihr neues Leben eingehaucht bekommen. Aber das war die letzte Aktion. Mainz gewinnt 2-1 gegen die Bayern. Und das ist verdient. Als nächstes Mainz im Pokal gegen Holstein Kiel. Joshua Kimmich mit seinem zweiten Saisontor mit dem Endstand.